Ach so, hier haben wir noch Möglichkeiten. Das Ganze noch zu bestehen, aber Problem ist, Gibberry ist sehr stark angeschlagen. Und noch ein Feind, den wir gerade nicht leiden können. So, weißt du, wir haben zwei Chancen auf einer Kamera. Candace und Gibberry hat ja eine Kamera. Und dann müssen diese Viecher auch noch fliehen. So. Warum? Hört doch auf mit dem Scheiß. Und das ist vorbei. Oh, 33. Ja, heil ihn von mir aus. Aber lass doch mal ihn in Ruhe. Du bist doch so ein... Das ist doch so ein Mistvieh. Was haben die gegen Gibberry? Ich weiß es nicht. Diese Monster hassen wohl Gibberry. Jetzt haben wir... Ja, ich finde doof. Wir haben keine Wiederbelebungskarte oder sowas. 3, 3, 1. Jetzt bring ich die um. Räche mich jetzt. Naja, ob ich die Kamera kriege, ist die andere Sache. Weil warten kann ich ja auch nicht. So, du heilst ihn. Und dann fließt du bestimmt gleich. Du ziehst gleich eine Fluchtkarte oder so. Immer noch nicht. Nein. Immer noch keine Kamera in Sicht. Finde ich nicht toll. Ja, kriegst du das? Passiert, glaube ich, eh nichts. Use this. So, brutzel du mal. Weh, du fließt jetzt. Nee, du läufst sogar noch an. Finde ich sogar klasse. Greifst du mal jemand anders an, außer Gibberry. Natürlich, er kann nichts. Und da kommt wieder eine Verdammungskarte. Ja gut, dann erledige ich das hier jetzt. Weil so viel Zeit haben wir auch nicht. Dann muss ich das irgendwann offscreen holen. Wenn wir es nicht mehr schaffen. Schade. Das ist schon mal das erste Monster, was wir jetzt noch nicht fotografiert haben. Honig! Oh, das ist super. Ich stopfe die von mir aus voll mit Heilungskarten und Verdauungskarten. Bloß keine Angriffskarten mehr, dass wir eine reine Heilerin haben. Das ist mir sowas von egal. Na komm, wir packen noch die Feuer rein. So, da können wir das schon mal auswechseln. Und eine Feuerkarte. Ja, bei den Bananen. Weiß ich nicht, wie lange das noch dauert, deswegen lasse ich die noch draußen. So. Okay, da haben wir noch eine Chance. Ein Foto zu schießen. Oh, sehr schön, 3 Stück. Sehr schön. Das Problem ist, jetzt hast du genug Heilungskarten und schaffst es nicht einmal, welche zu bekommen. Okay, da haben wir schon mal eine. Wehe, jemand geht auf Gibberry. Dann gibt's Klatsche. Ja, das ist in Ordnung. Ah, es ist vollkommen in Ordnung. Da bin ich ja mal sehr beruhigt, dass das funktioniert hat, aber sie ist auch sehr geschwächt. Wer denkst du, wer du bist? Du denkst, du hättest eine Chance? Wer denkst du, wer du bist? So. Und jetzt ist Cella dran. Ich hol jetzt erstmal Gibberry.
Ja, sehr schön. So will ich das sehen. Ja, 145 und natürlich... Okay, jetzt könnt ihr aufhören, auf sie einzuschlagen. Oh, das... Oh, das war knapp. Gut. Jella, du bist prima. Immer noch nichts. Immer noch keine Kamera. Die wollen mich nicht lassen, ne? Ne, immer noch keine Kamera. Nö. Ist bestimmt ganz weit hinten im Kartenstapel. So. Heilung. Immerhin eine geringe Heilung. Besser als gar nichts. Okay. Genau. Block hier und immer noch keine Kamera. Hey. Jetzt, wenn man eine Kamera braucht, bekommt man einfach keine. Das finde ich so unfair. So, heil dich mal. Nee. Ich hoffe immer, dass die Kamera kommt. Nee. Ich mache extra Fehler. Also, normalerweise könnt ihr die jetzt ein für alle vernichten. Aber, wie gesagt, ich hoffe mal auf das hier noch irgendwie. Okay. Nächste Runde heilen. Nö, immer noch nix. Immer noch nix. So, Cella, du heilst dich. Boah, das ist doch jetzt eine schöne Combo. Zack. 180. Ach, natürlich, und er flieht. Da will man auf Zeit spielen, aber bei diesen Viecher geht es einfach nicht. Marontrüffel natürlich. Da kommt ein... Ist das eine Verwendungskarte überhaupt? Tatsächlich. Okay, dann kehren wir zurück. Sollen wir zurück nach Nashira gehen? Ja, natürlich. Jo, gehen wir zurück. Dann muss ich das wohl offscreen machen, das Vieh zu holen, also ein Foto. Und hoffen, dass es dann klappt. Oh oh. Die Soldaten sind hier. Something's not right here. Imperial soldiers. Hey, what's going on? You're all villagers, right? Get back to the village on the double. You talking to me? Easy there, kid. Let's just do what they say for now. No one is allowed to enter or leave this premises. Just do as you're told, and things will go fine. Welchen Befehl? Was passiert, wenn ich rausgehe? Achso, ich komme hier gar nicht raus. Aber da komme ich raus. Warte mal, jetzt müssen wir noch was anderes reden, ne? Dies ist da... Ernsthaft? Weißt du, sie wurden hier belagert und die redet immer noch dasselbe. Die Dinge geschehen und der sagt auch immer noch dasselbe. Gut. Das heißt, wir sprechen mal mit Anna. Vielleicht weiß sie ja, was hier ist. Okay, Anna ist weg. Dann hier den Typen hier. What on earth is happening here, Reblis? Don't know. They just came out of nowhere. Are they after us? That can't be.
Why would they go to such lengths just to catch the two of us? Wait a minute. You're wanted by the Empire? Well, we're just, you know. Never mind. I suppose it's better not to know. Besides, they can't be looking for you. What makes you say that? Some of us saw another squadron of soldiers flying towards the castle. It looked much larger than the squadron we have here. Whatever they're looking for, it must be at the castle. I have a bad feeling about this. What sort of trouble could they be trying to start? It's already started. Geldablame's ambitions are ravaging the world. Anyway, I'm going to the castle. Shella, you're coming too, right? Of course. Let's hurry. Hold on there. You can count me in too. Don't feel like losing sleep over what happens to you two. But... No buts about it. I promised to take you to the castle, remember? Besides, I'm itching to find out what the Empire's up to. Getting there might be a problem, though. They're watching the harbor. It won't be easy getting to my boat. We'll walk then. Now that the Lesser Celestial River has calmed down, the road to the castle should be open. True, but how do you plan on leaving the village? They've got the exits guarded. They won't exactly usher us out with a smile and a handshake, you know. A while back, Anna told me. There's a secret passage somewhere in this bar that'll take you out of the village. I guess they dug it for emergencies. She never told me exactly where the entrance is, though. You'll have to ask her yourself. Where is Anna, anyway? Well, you see, I kinda lost track of her. Kinda lost track of her? So much for counting on you to look after her, huh? Sorry. Never mind. Let's go find her. Callus, Shella, you two come with me. Okay, wir müssen uns rausschleichen, um zur Burg zu gelangen. Aber bevor wir das tun, bevor wir den Geheimgang suchen, gehen wir erstmal in den Laden hinein. Ruhen uns aus. Schwingen ausruhen. So, können wir irgendwie was einkaufen? Gürtelschnalle. Boah, 2500. Honig. Ich würde sagen, wir machen sie zur Heilerin. So, ich pack die einfach mal weg. So, genauso wie die hier. Die brauchen wir nicht mehr. Ich schmeiß jetzt einfach mal Karten raus, die ich nicht brauche. Die vielleicht gar keine Wirkung haben auf irgendwas. Ich weiß ja gar nicht, ob wir ein begrenztes Inventar haben. So brauchen wir auch nicht mehr. So, die Karten lasse ich noch. Die sind mir noch nicht scharf genug. So, das kann auch weg. Das dauert, glaube ich, noch.
Ich glaube, der wird nichts mehr. Also da passiert nichts mehr. So, hier, das dauert auch noch. Oh, die Barry ist fertig. Also so sieht das also aus. Okay, natürlich, die... Da wurde stand auch, wurde mir, hat mir auch dann gesagt, also die Fotos von den Charakteren, die sind natürlich sehr preislich. Also man kriegt verdient, hat keinen Verdienst dadurch. Gut. Dann müssen wir noch warten, bis die hier noch scharf werden. Das kann auch noch dauern. Hier, also nicht mal die Monster sind richtig scharf. Nee. Gut. Cashen der Stille. Dann können wir die doch eigentlich verkaufen, ne? So, den Voice brauchen wir nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür wir den Sparbuch haben. Vielleicht verändert er sich ja noch in ein Bankkonto. Wer weiß. Dann kaufe ich mal eben das hier ein. Und das hier ein. So, mehr Geld habe ich nicht. So, dann gehen wir mal zur Kirche, leveln auf und erhöhen Kelles Rang. Und dann suchen wir erst nach dem Geheimgang. So, Kirche aufsuchen. Ah, die Karte lasse ich, also die Dingenskarte, lasse ich noch drin. Mhm. Oh, jetzt geht's hier los. Okay, alle gehen auf Level 9. Und den Rang erhöhen. Mit der 30 Karten. Und jetzt können wir 4 Karten. Da steht's. Combo Max 4, natürlich. Super. Level 9. Und Level 9. Sehr schön. Jetzt sind wir alle auf dem gleichen Level. Sehr, sehr, sehr schön. Zurück zum Abenteuer. Dann schauen wir uns einfach mal in der Bar um. Vielleicht an der Trese. Oder hinter der Trese. Das kann möglich sein, dass da irgendwo was ist. Aber wir kommen da gerade nicht hin. Aber vielleicht hast du Anna gesehen. Anna sagt, sie wolle zum Lagerhaus gehen, um Vorräte zu holen. Das war kurz bevor ihr zurückgekommen seid. Niemand darf das Dorf verlassen, deshalb trinken sie einfach alle. Lagerhaus, okay, das heißt, wir müssen einfach nur zurück. Ich kenne nur ein Lagerhaus. Das ist da, wo die Fische eigentlich aufbewahrt werden. Ach ja, hier war auch noch so viele Sachen. Noch keine Frau mit Armband gefunden. Warte mal, was erzählst du überhaupt? Lauft nicht hier draußen rum, geht nach Hause. Okay. Hey du, warum schreist du ein kleines Mädchen an? Hey, lass sie los, du tust ihr weh. Ihr minderwertigen Eingeborenen, ihr dürft euch uns nicht widersetzen. Dafür wirst du bezahlen. Von mir aus, zeig mir, was du drauf hast. Die Menschen von Diadem geben nie kampflos auf. Du Weibstück! Wenn wir nicht den Befehl hätten, Zivilisten zu schonen, würde ich kurzen Prozess mit dir machen. Selbst wenn ihr mich tötet, werdet ihr imperialen Schurken niemals die Herzen unseres Volkes gewinnen. Verstanden? Du wirst die Dinge bald anders sehen. Du wirst doch bereuen, das je gesagt zu haben. Okay. Kommt, nichts wie rein. Hey, it's you two. And Gibari. You okay, Anna? They didn't hurt you anything, did they? I'm just fine. I just came over here to pick up some booze. We were running low. Why would I be hurt? Well, we heard some shouting, so... Oh, it's nothing. Those Imperial soldiers are so arrogant. I just had a little talk with them.
No big deal. What happened to you guys? Couldn't get to the castle? Nope. When we came back from the river, this place was crawling with soldiers. They won't let us leave the village. We heard there's a secret passage in the pub, so we wanted to find you and ask about it. I see. If that's what you need, I'm the one to help you. Thanks, Anna. Thank you so much. No problem. I'll go back and open it up for you. Meet me back at the pub when you're ready to leave, okay? Got it. Sehr schön.